Ich habe mir seit dem Wochenende den Kopf zerbrochen, wo ich schon mal einen Fahrer außer Jürgen Fuchs gesehen habe, der den Kopf beim Hang-Off gerade zur Wirbelsäule hält. Ich war ja noch nie auf einem MotoGP-Rennen und im Internet habe ich auch nur das letzte Rennen am Sachsenring gesehen. Bei eigenen Renntrainings stelle ich mich auch fast nie an den Streckenrand. Und dann ist es mir endlich eingefallen. Es war in Almería. Bevor ich morgens auf die Strecke durfte, trainierte Tito Rabat jeden Morgen alleine und fuhr seine Runden. Da bin ich mit der Kamera an den Streckenrand gegangen und habe ihn aufgenommen. Im Winter hatte ich allerdings noch nicht den Blick für technische Details. Und jetzt habe ich das Internet nach ihm durchforstet und gesehen, es gibt also mindestens einen derzeit erfolgreichen Fahrer, der so fährt, wie ich es lernen will. Es ist offensichtlich kein Muss, denn es gibt auch andere Stile, aber ich finde die Körperhaltung stimmig und sie hilft mir, auch den Körper in die richtige Haltung zu bekommen. Und selbst wenn ich mit dem Umlernversuch nicht erfolgreich sein sollte, dann betrachte ich es eben als eine Einheit des differenziellen Lernens. Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, kann sich das ausführliche Video anschauen, das ich dazu gedreht habe. Der Fahrer in der MotoGP, von dem ich noch Bilder gefunden habe, die diesem Stil nahe kommen, ist Dani Pedrosa. Dessen Bilder habe ich hier ganz am Anfang gezeigt. Er fährt mit der Nummer 26 auf der Repsol Honda. Die große Frage lautet nun, wie man, vor allen Dingen in engen Kurven, weit vorausschauen kann, ohne den Kopf in den Nacken zu lehnen. Das ist ja nicht nur anstrengend, sondern führt bei mir regelmäßig zu Migräneanfällen, wie ich leider auch beim Freeclimben lernen musste. Vor allen Dingen beim Sichern meiner Frau, denn dabei schaut man permanent nach oben. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Man schaut aus den Augen nach oben. Das muss man allerdings auch trainieren, denn zumindest bei mir geschah das nicht intuitiv. Intuitiv habe ich den Kopf eher in den Nacken gelegt, wie man auf diesem Bild sieht. Aber diese Theorie muss ich ja noch belegen. Doch wie kann man das? Die Fahrer tragen ja alle verspiegelte Visiere. Angeblich auch deshalb, um zu verstecken, wohin sie schauen. Zumindest steht das in einem populären Motorradbuch. Man muss jedoch nur lange genug suchen und dann findet man auch mal ein Bild mit einem durchlässigen Visier. Und, wer sagt es, Tito Rabat schaut extrem aus den Augen nach oben, wie man hier sehen kann. Erst wenn der Kurvenradius ganz eng wird, dreht auch er den Kopf etwas in der bekannten Art und Weise. Ein weiteres Detail, das ich von Jürgen Fuchs gelernt habe, ist ja der betonte Oberkörper-Hang-Off, bei dem der Unterkörper vergleichsweise wenig verschoben wird. Das sieht man auf manchen Bildern von Rossi sehr gut, aber auch bei Bradley Smith. Bei diesem Oberkörper-Hang-Off schiebt sich das kurveninnere Knie und die kurveninnere Schulter auch nicht so weit nach vorne, wie man es oft bei Amateuren auf Rennstreckentrainings sieht. Der Schultergürtel steht hier im 90-Grad-Winkel zum Motorrad. So viel für heute. Ich darf mich empfehlen. Bis zum nächsten Mal.